Sarah Strom und Ludovico Egani. Und bei Bernhard, da gibt es ja die Geschichte, dass er das Branchenblatt mit seinen Gartengestellern zu trennen. Ist das mal gesehen? Nein. Aber das war ein bisschen gut. Und vielleicht ist das früher auch mal hatte, den Branchenblatt mit Datenschein. Aber der Zug ist wohl ja nur reingefahren. Und viele denken ja, nur der Inselrand, aber hat ganz viel Regen, da kann man das gar nicht machen, aber scheint funktioniert zu haben. Scheint funktioniert zu haben, ja? Kommt zu Null, hier ist der Rote für Ludovico Egani am Sprung der nächsten Italiener, Niccolo Mozzato.